Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Project Zomboid, wo wir leider in der letzten Folge feststellen mussten, dass es unsere Einstellungen einfach wie aus dem Nichts über Bord geworfen hat und wir trotzdem infiziert wurden. Das war nicht zombifiziert wurden. So. Also wir wurden infiziert und dann zombifiziert. So. Deswegen habe ich jetzt das alles nochmal kurz neu gestartet, habe meine Einstellungen in der separaten Einstellungskonfig gespeichert. Und ja, ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Wehe, wenn nicht, Leute, dann kriege ich aber langsam, ne? So, auf jeden Fall starten wir jetzt neu. Ist nicht so tragisch, wir hatten ja noch nicht wirklich viel erreicht. Ist zwar trotzdem ein bisschen ärgerlich, aber was soll's. Ist nicht so, also es gibt Schlimmeres, ja, sagen wir es mal so. So, Dosenöffner. Den ganzen Kladderadatsch nehmen wir natürlich mit. Dose. Hallo, nimm mit. Noch mehr Whisky. Uiuiui. Was haben wir da, da Schönes? Hier gibt es nichts mehr. Okay, dann füllen wir mal das Zeug hier auf. Ich glaube, unser Inventar, genau, ist schon fast voll. Das ist natürlich. Das ging schnell. Alter Schwede. Das war nett, nett was zu essen hier. Okay. Können wir aber auch gut gebrauchen, sag ich mal. So, was haben wir denn hier? Parfüm, Seife, blablabla. Brauchen wir alles nicht. Wir könnten aber. Wir könnten aber. Ja, nee, können wir nicht. Haarspray. Taschentuch. Ein Taschentuch? Nee, 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 brauchen wir nicht. So, was haben wir denn hier noch? Hier geht's doch irgendwo hoch, habe ich doch gesehen, oder? Ah, hier, genau. Da haben wir eigentlich ein gutes Stadthaus erwischt, ne? Gleich recht groß. Tischlern für Anfänger. Doch, ich finde, das ist eigentlich ein gutes Stadthaus, Leute. Da könnten wir rein theoretisch hier mit anfangen. Da sollten wir eigentlich bleiben, wenn wir schon mal so ein doppelstöckiges großes Haus hier haben. Wo auch sicher keine Zombies drin sind. Das ist ja viel wichtiger, ne? Wo wir nicht irgendwie wieder überrascht werden oder so. Ein Wecker. Ach, einen Wecker können wir werfen. Okay, natürlich. Bringt bestimmt viel, wenn wir einfach einem Zombie einen Wecker an den Kopf schmeißen. Ja. Ist bestimmt sehr hilfreich. So, da geht's auch noch rein. Ah, hier ein Pullover, den können wir mal kurz zerreißen. Was macht der denn? Was machst du, mein Freund? Stofffetzen. Hat er jetzt irgendwie noch einen Pulli mitgenommen? Oder nicht? Ich glaube, mir klopft was an die Tür. Scheiße. Und ich habe noch keine Waffe. Und das ist nicht nur ein Zombie, Leute. Vielleicht sollten wir doch verschwinden und uns ein Haus in der Nachbarschaft suchen. Ich weiß es nicht. Sollen wir es versuchen? Moment, wir machen mal kurz einen Notfallplan. Wir öffnen uns hier das Fenster. Falls da vorne gleich 10 Stück reinkommen. Ach du heilige Scheiße. Oh, jojojo. Okay. Die 2 Stück haben wir. Da waren aber ziemlich viele. Wenn wir das jedes Mal so hinkriegen wie gerade eben. Das lief gerade ganz gut, ehrlich gesagt. Oh, scheiße. Oh, fuck it, scheiße. Das sind zu viele.
Nein, ihr blöden. Renn doch, du dummes. Oh, renn doch, du blöder Idiot. Wirklich. Alter, das gibt's nicht. Warum sind die Drecksviecher so schnell? Okay, das hat mich einiges an Leben gekostet jetzt. Fuck. Oh mein Gott. Alter, warum müssen gleich an meinem Starthaus 50.000 Zombies sein, Leute? Was ist da denn los? Sehr schwere Verletzung. Ja, danke schön. Als ob ich es nicht selber schon sehe, ne? So, Moment mal kurz, ja. Ja. Das lief, Oh Gott. Oh, scheiße, die Zombies kommen rein. Okay, schnell desinfizieren. Uns geht's nicht so gut, muss ich sagen. Kritische Verletzung, ja, das ist ziemlich scheiße. Okay, wir müssen hier irgendwas tun. Wir müssen hier. Oh mein Gott! Nein, warum denn drei Stück auf einmal? Ich weiß nicht, ob wir aus dem zweiten Stock rauskommen, aus dem Fenster. Boah, das ging. Oh nein, ich habe mir mein. Ich habe mir das Bein gebrochen. Ich glaube, ich kotz. Ja, das war's. Boah, leck mich am Arsch, ey. 7,5 Minuten gegen die Folge. Was war da denn los, ey? Okay. Leute, das kann nicht sein. Das kann so nicht sein. Solo. Das ist doch eine Scheiße, Alter. Okay, den Spielstand löschen wir gleich wieder. Wir starten gleich einen neuen. Direkt jetzt sofort. Das war. Ich weiß nicht, was da schief lief. Was war das denn? Let's play. Okay, das S will er nicht schreiben. Naja, gut, dann will er halt nicht. Alles so. Wir nehmen eigene Einstellungen. Speichern. Ne, haben wir ja schon gespeichert. Passt. Weiter. So. Nochmal. Ich mache jetzt ganz schnell. Ich erkläre auch nicht, was ich hier mache. Großartig. Wir machen einfach kurz irgendwas hier. Hier kurz und Vollbart und schwarz. Schwarz. Und weiter geht's. Und ich habe übrigens Krankenpfleger gehabt letztes Mal. Mit dem Gewanddingens hier. Dass wir Inventargegenstände schneller bewegen können. Finde ich ganz gut. Machen wir wieder. Ach, scheiß die Wand an. Okay, und wieder ist mir das Spiel beim Starten abgestürzt. Ich weiß nicht warum, das war schon gerade eben so in der Folge. Ja, ich muss zusammenschneiden. Das ist jetzt okay. Wir nehmen wieder auf. Zack. So, jetzt geht's weiter. Wir machen das. Nein, Moment. Zurück. Continue. So, das ist ein bisschen seltsam irgendwie. Ich weiß nicht, das Spiel hat irgendwie ein bisschen so das Problem, dass es. Dass es ganz gerne mal abstürzt. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe, das stürzt jetzt nicht nochmal ab. Weiter. Krankenpfleger. Start. Ja, okay. Also irgendwie beim ersten Start stürzt es immer gerne ab. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber gut, okay. Jetzt starten wir auf ein neues. Und wir hoffen, dass das diesmal besser funktioniert als gerade eben. Wir vergessen das einfach, was passiert ist. Wir starten natürlich gleich in einem Riesenhaus hier. Wir haben Hausalarm. Okay, nehmen wir einfach mal mit. Na, ihr wollt mich verarschen, ne? Ach du heilige Scheiße.
Alter, da stehen ja noch mehr Dinger vor meiner Haustür, noch mehr Zombies. So, wir nehmen einfach mal das Buttermesser als Waffe. Ist mir scheißegal. So, wir können Brot in Scheiben schneiden. Super toll. Wir nehmen das Buttermesser trotzdem noch mit. Weil die gehen ja so schnell kaputt. Hier, das nehmen wir auch mit. Chips nehmen wir mit. Ein Nudelholz. Warum gibt es hier so viele? Hallo, du sollst. Verdammt. So, danke, dass er das auch noch macht. Ich glaube, ich sollte hier dringend weg. Fuck. Scheiße, die sind an jedem Fenster, sind die. Scheiße, okay. Fuck, ich dachte, die wäre tot. Okay, okay. Primär ausrüsten. Wir müssen hier weg. Durchklettern. Und nichts wie weg hier. Oh mein Gott. Ein super Start. Und dass die Buttermesser auch so schnell kaputt gehen, das ist schon ein bisschen ärgerlich. So, ich habe natürlich mal wieder keinen Plan, wo ich hier bin. Aber das macht nichts. Das macht nichts. So, wir nehmen mal kurz die Bluse oder den Rock. Warum macht er das? Was macht er denn da immer? Ich verstehe es nicht. Der zieht die komplett aus und macht alles zu Stofffetzen. Naja, gut, egal. Soll mir recht sein. Das Haus hier sieht doch recht groß aus. Das sieht gut aus. Wir gucken aber trotzdem mal kurz hier so ein bisschen drumrum. Nicht, dass wir da noch böse Überraschungen erleben. Okay. Das sieht gut aus. Da gehen wir rein. Da verbunkern wir uns erstmal drin. Wenigstens haben wir die ersten Zombies, ich sag mal, abgeschüttelt. Das war ja gerade echt absoluter Käse. Vielleicht geht die Tür hier auf? Natürlich nicht. Das war gerade absolute Scheiße, ey. Das lief. Naja, egal. Ich habe ja gesagt, wir vergessen das am besten. So, danke, dass auch noch ein Fenster aufgeht irgendwann mal. So, das machen wir gleich wieder zu hier. Also. Wir packen mal das ganze Essen und so, was wir haben, gleich hier rein. So, wie gesagt, wir nehmen das jetzt einfach mal als Zwischenstation, als unser Haus. Dosenöffner nehmen wir mit, komm. Den packen wir auch in den Kühlschrank mit rein. Tofu können wir auch noch in den Kühlschrank packen. Eine Tasse können wir noch schnell mitnehmen. Feuerzeug, Nudelholz, sehr schön. Dosenöffner brauchen wir nicht noch einen mitnehmen. Hier, Moment, wo war's? Hallo? Da war doch gerade was. Hier, Chips, genau. Chips, Mehl. Packen wir auch noch hier mit rein. Und dann rüsten wir übrigens gleich mal hier ganz, ganz, ganz wichtig das Nudelholz aus. So, sorry, ich musste mich kurz anders hinsetzen. Dann füllen wir noch das Zeug hier schnell auf. Packen wir auch in den Kühlschrank. Ja, er hat es mal wieder nicht gemacht. Warum auch immer. Tasse mit Wasser. So, Schüssel mit Wasser. Alright. Jetzt, was ist das hier? Magazin, okay. Hier packen wir mal jetzt alles Mögliche rein. Hausalarm, Bücher, bla blub und was weiß ich nicht was. Und die
Ja, komm, auch die Buttermesser, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir haben zwei Nudelhölzer. Die behalten wir auch sicherheitshalber beide am Mann. Können wir hier was einsacken? Nee. Hier auch nicht. Ah, hier. Da gibt's Bücher und so ein Zeugs noch. Das packen wir alles mal zusammen mit dem anderen Zeugs hier vorne rein. Genau, hier. Zack, zack, zack. Ach so, das packen wir da auch noch rein. Die Zeitung auch. So, dann sind wir wieder fast leer. Das ist schon mal sehr gut. Ja, mir ist warm, oder was? Okay, wir ziehen schon die Hose aus. Das ist immer ein bisschen blöd mit dem, dass einem zu heiß wird. So, hier oben müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Nicht, dass hier vielleicht doch noch ein Zombie drin rumgammelt. Wer weiß. Könnte ja sein. Nägel. Oh ja, Nägel. Nägel nehmen wir mit. Das könnte sich als wie... Hallo. Okay, ist nichts mehr drin. Das könnte sich noch als wichtig erweisen. Da ist auch nichts. Eine Büroklammer, okay. Ich weiß noch nicht, wozu wir die vielleicht brauchen könnten. Aber was wir haben, haben wir. Würde ich mal sagen. Laken. Desinfektionsmittel. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Okay, hier gibt es nicht allzu viel in dem Haus. Aber hier sind keine Zombies drumherum. Das Haus ist groß, es gibt viel Stauraum. Deswegen nehmen wir das erstmal als unser Zwischending. Und wir hauen uns mal kurz ein bisschen Tofu rein, würde ich sagen. Ja, doch, passt. So, dann hauen wir mal die Nägel hier rein. Das Desinfektionsmittel auch. Tofu behalten wir mal dabei. So, ich will jetzt, wir sind zwar fast am Ende der Folge, aber ich will so noch nicht aufhören. Ich will noch ein bisschen hier kurz die Umgebung erkunden. Zumal wir jetzt auch noch nicht viel gemacht haben in dem Spiel hier, ne? Weil das andere, naja, egal. Okay, hier ist viel grün. Aber hier muss bestimmt auch irgendwo, wir müssen mal kurz ein bisschen schauen. Okay, hier sind so Barackenhäuser da oder was auch immer das sind. Na, was willst du denn? Ich bin jetzt nicht unbedingt drauf aus, hier viele Zombies zu töten. Auf die Schnelle. Zumal ihr seht, das funktioniert nicht so toll, gerade mit dem Nudelholz. So, jetzt haben wir sie. Okay, dann machen wir dich halt auch noch kalt. Wenn sie unbedingt möchte, dann kriegt sie auch. So, hat natürlich keine von denen was Vernünftiges dabei. Okay. In das Haus würde ich aber trotzdem noch gerne reinschauen. Dazu klatschen wir die alte hier auch noch weg. So, komm her, du Sau, du Pack. Oh! Ich glaube, da sind noch ein paar Zombies da drin. Ist vielleicht nicht so günstig. Au, nein. Lalalala. Okay, hallo. Du darfst gerne auf den Boden schlagen. Okay, die hat auch nichts dabei. Ja, oh, da sind auf jeden Fall Zombies drin. Ich würde gerne sehen, wie viele. Bevor ich mich da Hals über Kopf. Eins, zwei sehe ich. Das könnte alles sein. Könnte. Könnte, muss aber nicht. Ja. Ja. Genau, kommt mal schön hierher. Oh, da sind noch ein paar mehr. Eieiei. Ach, scheiße. Drei Stück mit dem Nudelholz. Pff, ich weiß ja nicht. Jetzt kommt der auch noch. Warum das denn? Was soll das denn? Ich bin extrem panisch. Extrem panisch. Warum bin ich hier? So ein Beschiss. Ist irgendwie ein bisschen laggy gerade. Warum leckt das denn hier? Hallo, das hat noch nie geleckt, das Spiel.
Oder ist der Typ einfach nur mega langsam, weil er hier... Nee, es laggt. Es laggt tatsächlich. Und wie es laggt. Okay, dann legen wir uns gar nicht länger mit den Zombies hier an. Dann hängen wir die nur noch kurz ab. Und gehen in die Hütte rein. Jo, es laggt. Warum laggt das so? Das ist ja total ekelhaft. Wir müssen die irgendwie kurz loswerden. Und dann gehen wir wieder in die Hütte rein. So, wir laufen jetzt einfach mal eine riesen Runde hier. Und auf zurück ins Haus. Ich hoffe, wir sind die los. Ich hoffe, wir sind die los. Okay, wir sind durstig. Wir trinken noch kurz was. So, das war's aber. Auf geht's nach oben. Wo wir uns ins nicht ins Badezimmer einschließen. Nein, natürlich nicht. Hier. Das ist ein schönes Zimmer, finde ich. Schön groß. Vorhänge machen wir zu. Und hier würde ich sagen, machen wir ein Päuschen und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, meine Lieben. Tschüss.